Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hallo, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 3. Mai. Heute dabei Twitter, Bloomberg, Apple Watch, AirPods, YouTube und Microsoft. Fangen wir mit Twitter an. Die haben jetzt angekündigt, dass sie zusammen mit dem Nachrichtensender Bloomberg einen 24-Stunden-News-Kanal auf Twitter anbieten werden. Live, rund um die Uhr, 24/7. Und der soll im Herbst starten. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig Sinn macht. Andererseits ist Video generell die Zukunft und da steckt auch bei Twitter das Geld drin. Und ob man da jetzt unbedingt einen News-Kanal sehen will, muss, das werden dann wahrscheinlich die Zuschauer oder die Twitter-Nutzer entscheiden müssen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber zumindest ist das mal was Griffiges, was Twitter announced hat, wo ja oft ja die Sachen meiner Meinung nach eher beschnitten wurden in letzter Zeit und Twitter nicht so richtig wusste, wo es hin will. Aber Twitter hat immer gesagt, sie sind ein News-Kanal. Jetzt beweisen sie es zumindest mit dieser Kooperation. Was anderes bewiesen ist in Sachen Smartwatch, mein Lieblingsthema, die Apple Watch. Ja, die wird gar nicht mehr so oft unterstützt. Und unter anderem haben so klammheimlich Google, Amazon und eBay die Unterstützung für die Apple Watch eingestellt. Also wenn ihr euch die Apps anguckt im App Store, da ist nicht mehr das Zeichen und der Text, dass es auch die Apple Watch unterstützt. Das ist einfach unter den Tisch gefallen. Sie haben es entfernt, was ja sogar noch ein Aufwand ist. Und man weiß es nicht warum. Und eventuell liegt es daran, dass auf der WWDC im Sommer vielleicht ein neues Watch OS rauskommt von Apple. Aber das kann ich mir so richtig auch nicht vorstellen. Aber das Interessante an der ganzen Kiste ist ja, dass das einfach passiert ist und es hat keinen interessiert. Also es gab keinen Aufschrei auf Social Media und damit könnte man natürlich jetzt unken. Smartwatches, Apple Watch, nicht so toll. Ich lasse das mal im Raum stehen. Bleiben wir aber bei Apple mit was Positivem. Die AirPods, wo ich ja letztes Jahr schon gesagt habe, das ist für mich das beste Produkt und das best ausgegebenste Geld im letzten Jahr für mich gewesen. Ja, das scheinen auch andere so zu sehen. Also ich stehe nicht alleine mit meiner Meinung. In einer Umfrage haben 98% angegeben, dass sie zufrieden sind mit den AirPods. 98%, das ist mal eine ordentliche Ansage. Zugegebenermaßen, es wurden nur 942 AirPod-Besitzer befragt. Da kann man jetzt darüber diskutieren, ob das eine richtige Größe ist. Aber trotz allem, das ist ein sauberes Ergebnis und meiner Meinung nach unterstreicht es das nur, das ist wirklich ein tolles Produkt, die AirPods. Und auch preislich liegen die vollkommen im Rahmen. Gestern hatte ich ja die Fitbit-Kopfhörer, die auch mit 150 Euro oder Dollar zu Buche schlagen. Also, alles im grünen Bereich, Apple AirPods, super. YouTube, die haben nun die neue Optik inklusive dem Dark-Modus freigeschaltet. Die könnt ihr ab sofort auf www.youtube.com/new aktivieren oder auch lassen. Ganz wie ihr wollt. Aber der Dark-Modus ist ja generell ein sehr beliebter Modus. Apple hat es ja auch eingeführt. Viele Leute mögen das. Von daher guckt euch mal an und schaltet YouTube um, wenn ihr das haben möchtet. Das ganz große Thema war letztendlich heute die Vorstellung von Microsoft. Microsoft hat ein paar Sachen vorgestellt und unter anderem auch ihren ersten eigenen Laptop. Also kein Tablet, kein Hybrid, sondern einen richtigen Laptop aufzuklappen. Den Surface Laptop logischerweise. Also der Surface-Brand, der lebt. Und sie haben damit jetzt einen Konkurrenten zum Apple MacBook Air gemacht, würde ich sagen. Es gab zwar auch Diskussionen, ob das vielleicht ein Konkurrent ist zu den Chromebooks, aber ich glaube halt in der Preiskategorie, also die bepreisen das auch knapp unter 1.000 Dollar, ist das ganz klar ein Konkurrent zum MacBook Air. Das Surface-Laptop kommt mit Windows 10 S. Der Windows 10 S kann man auch auf Windows 10 Pro upgraden für 50 Dollar. Hat einen 13,5 Zoll großen Bildschirm, kann mit einem Stift bedient werden und also logischerweise auch mit Touch dann. Und hat eine 128 GB SSD in der Grundausstattung, ein Intel Core i5, 4 GB RAM und wie gesagt, knapp unter 1000 Dollar. Das bedeutet 999 Dollar. Da kommt in Amerika natürlich immer noch die Steuer drauf. Also rechnen wir auch mal was mit knapp über 1.000 Euro für Deutschland. Und in Sachen Ports sieht es ein bisschen mager aus. Das Ding bringt einen USB-Port und einen Mini-Display-Port mit. Ja, als Apple das beim ersten MacBook Air in Anführungsstrichen ähnlich gemacht hat, war noch ein Riesenaufschrei.
beim Surface Laptop hat ja keiner was gesagt. Naja, schauen wir mal, wenn das Ding wirklich in den Tests ist, wie es ausschaut. Und bis dahin sage ich auch erstmal ciao, ciao. Nee, stimmt gar nicht, nicht bis dahin, sondern bis morgen natürlich. Und dann hatte ich auch Zeit, nochmal gucken, was Microsoft noch so vorgestellt hat. Und vielleicht haben wir dann morgen auch nochmal eine News zu. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr morgen wieder zuhört. Kommt gut in den Tag, habt einen schönen Start und ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.